Um 5 Uhr morgens starten die Greenpeace-Aktivisten. 10 junge Bäume pflanzen sie rund um die Stelle, an der ab Herbst der Bohrturm gebaut werden soll. In den nächsten Wochen soll nämlich hier nach Gas gebohrt werden, in einer Zeit, in der die katastrophalen Auswirkungen der Erderhitzung immer deutlicher werden. Und das ist absolut unverantwortlich. Deshalb fordern wir von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dieses Vorhaben sofort zu stoppen. Keine neue Kritik. Aiwanger hat bereits nach Berlin verwiesen. Der Bundesgesetzgeber erlaubt und gibt die Bedingungen vor für Erdgasbohrungen in Deutschland. Und wenn eine Firma nach diesen Kriterien Erdgas sucht und nach Erdgas bohrt, kann ich das genauso wenig verhindern, wie ich einen Windpark verhindern könnte, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhält. Die örtliche Bürgerinitiative sorgt sich vor allem um eine mögliche Verunreinigung der Luft und des Trinkwassers. Wir haben wirklich Angst davor, dass, wenn die das Bohren anfangen, in Kürze sich dann messen lässt, okay, da ist jetzt irgendwas drin in dem Trinkwasser. Und wir werden dann über LKWs versorgt, damit wir überhaupt ein Trinkwasser haben. Die Firma schreibt auf ihrer Projektwebsite, das Energieprojekt Lech ist ohne besondere Risiken. Dies umfasst auch umliegende Wegtrassen, Leitungen und das Grundwasser. Für Kontrollen ist das Bergamt Südbayern zuständig. Im Spätherbst soll der Platz für die Probebohrung hergerichtet werden. Eine tatsächliche Förderung von Erdgas müssen die Behörden aber gesondert genehmigen. Erdgas aus Bayern spielt für die Energieversorgung in Deutschland bisher keine Rolle. Viele der heimischen Gasvorkommen gelten als ausgeschöpft oder unwirtschaftlich. Die Bohrungen in Reichling wären die ersten seit mehr als 10 Jahren in Bayern. 2022. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sind solche Gasspeicher leerer geworden. In Deutschland wird es wieder modern, über heimische Gasförderung zu sprechen. Sogar über eine besonders umstrittene Technik. Zu diesen Energiequellen gehört aber auch in Deutschland nachzudenken. Prüfungen zu machen, ob Fracking in Deutschland möglich ist. Fracking ist aber nach wie vor verboten. Aber nicht allzu viel später beantragen Firmen in Heilfing bei Rosenheim oder eben Reichling bei Landsberg, Probebohrungen für herkömmliche Förderung durchführen zu dürfen. Von der Politik ist das gewollt. In der Wachstumsinitiative der Bundesregierung heißt es zur Gasversorgung: Dabei werden wir auch die weiteren Potenziale der heimischen Gasproduktion berücksichtigen. In der Genehmigung für die Probebohrungen in Reichling verweist die zuständige Behörde auch darauf, dass heimische Gasförderung klimafreundlicher sei, weil der Transportweg kürzer ist. Energieexpertin Claudia Kämpfer sieht das Argument kritisch. Dafür reichen die Gasmengen nicht aus, dass man wirklich so argumentieren könnte, dass es sich lohnt, in Deutschland nach Gas zu bohren. Die Umweltschäden sind sehr hoch, der Ertrag ist sehr gering. Wir alle wollen und werden aus dem Gas eher aussteigen, sodass es sich nicht wirklich lohnt und man sollte es auch nicht fördern. Kämpfert prognostiziert, dass der Gasverbrauch in den nächsten Jahren sinken wird. Tatsächlich ist er seit 2021 rückläufig. Thank you.